Wir sehen auf diesem Bild Hagens allerneueste Brücke, ein Tag vor der offiziellen Eröffnung am 31. März. Frühmorgens, am 1. April, sind auf der Fahrbahn jede Menge bunte und lustige Symbole aufgemalt. Wie und warum das geschah, zeigen wir in diesem Video. Jede Menge fleißige Helfer legten riesige Folien auf die Brücke. Die Folien mussten mit Heißluft noch begradigt werden. Anschließend wurden die Motive mit Farbsprays in unterschiedlichen Farben hergestellt. Auch der Geschäftsführer der Hagener Wirtschaftsentwicklung, Dr. Christopher Schmidt, und Hagens Marketingleiterin, Frau Kirsten Fischer, legten mit Hand an. Warum wurde diese, sagen wir mal, Nacht- und Nebelaktion durchgeführt? In der Presse wurde die noch fehlende Wegbeschilderung bemängelt. Die Stadt Hagen zeigt Humor. Deswegen sollten als Antwort zum 1. April stattdessen diese lustigen Symbole für etwas andere Orientierung sorgen, bis die kommende umfangreiche Beschilderung folgt. Um Mitternacht war die Aktion dann beendet. Dann, am 1. April um 13.30 Uhr, versammelten sich jede Menge Leute, um der Eröffnung beizuwohnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich an diesem wunderbaren, milden Frühjahrstag bei Sonnenschein hier an der neuen Vollbemündungsbrücke. In der Tat hatten wir es uns ein bisschen wärmer und ein bisschen muckeliger vorgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an das letzte Wochenende erinnern. Da konnte man mit 17 Grad durch den Stadtpark laufen. Das ist auch schwierig. Trotzdem schön, dass so viele hier sind. Ich will mich natürlich zuallererst, bevor wir sie dann gleich offiziell eröffnen, erstmal nochmal bedanken. Ich fange mal umgekehrt an. Erstmal will ich mich bei denen bedanken, die sie gebaut haben. Vor allem wird sie uns aber natürlich die Chancen eröffnen, den Ruhrtal-Radweg anzubinden an die gesamten Sehenswürdigkeiten rund um Schloss Werdringen, Baukei und andere Orte. Ich glaube, das ist eine tolle Option, auch Hagen selbst vom Hengstersee zu erreichen, aber auch eine tolle Option für die, die künftig den Ruhrtal-Radweg als überregionale Partner nutzen. Und Herr Demin ist auch hier, dass Sie uns gestatten, dass wir auf Ihrem Grundstück auch die Brückenköpfe oder den Brückenkopf errichten durften, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Deshalb an die Familie Demin auch nochmal ein herzliches Dankeschön und schön, dass Sie heute auch da sind. Und wir haben ja heute den 1. April, ich habe das gerade schon mal gesagt, und deswegen haben wir uns erlaubt, auch ein ganz kleines bisschen selbstironisch zu sein. Wir finden jetzt hier runter eine ganze Reihe von Schildern, wo Sie die Entfernung bis zum Bismarckturm nach Sylt oder auch viel, viel weiter weg noch sehen können. Also Schilder sind jetzt, glaube ich, genug da, und am Ende wird es auch eine richtig vernünftige Ausschilderung geben, die sowohl den Weg der Hagen als auch noch Werdringen zeigen wird. Und jetzt lächeln und Daumen hoch. Wir sind hier an unserer neuen Brücke, an der Vollbemündung, an unserer neuen Fuß- und Radwegebrücke. Und das ist nicht nur eine Brücke, das ist ganz wichtig für Hagen, für den Tourismus in Hagen, aber auch in der Region. Und Sie können ab sofort um den Hagort und Hengstersee laufen, egal ob Sie zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs sind. Sie sind herzlich willkommen. Auf dieser Übersichtskarte sehen wir die Möglichkeit der neuen Rad- und Fußgängerbrücke über die Volme. Wir stehen hier am Zugang zur Hädekerstraße. Ab hier ist dann auch jetzt die Radzufahrt über die neue Variante des Ruhrtal-Radweges möglich. Der Weg zur neuen Brücke beginnt hier am Laufwasserkraftwerk Hengstei an der Hengsteibrücke Ost. Wir zeigen jetzt, wie man von der Hengsteibrücke Ost zur neuen Volmebrücke fährt. Rechts sehen wir das Laufwasserwerk. Wir schieben unser Rad jetzt nicht über die Fußgängerbrücke rechts, sondern fahren geradeaus. Der circa 1 Kilometer lange Weg führt durch ein Wäldchen neben dem Wasser des Sees. Hier beginnt jetzt die Auffahrt zur 120 Meter langen Brücke. Jetzt verlassen wir die Brücke
und fahren auf die Herdecker Straße. Nach ca. 200 Meter hinter der Bushaltestelle Brünninghausstraße fahren wir an der Ampel links ab. Hier folgen wir dann der neuen Variante des Ruhrtal-Radweges. Jetzt einige Meinungen zur neuen Brücke. Als Fußgänger, was halten Sie von dieser neuen Brücke? Ja, ich glaube, das sind Vorteile von Hagen ist jetzt mal. Ja, ich bin zum ersten Mal hier und will ich jetzt mal diese Brücke besichtigen. Und ich denke mir, das sind Vorteile für Hagen ist, für die Radfahrer oder für die Fußgänger. Was halten Sie von der neuen Brücke? Ja, es eröffnet mal eine ganz andere Perspektive, von der Seite jetzt den Zusammenfluss von Ruhr und Volme zu sehen. Und es sind deutliche Verkürzungen der Strecke Richtung Vorhalle. Was haltet ihr denn von der neuen Brücke? Ja, das hört sich ja nach Zustimmung an. Herr Dahlbüdig, wie finden Sie die neue Brücke? Ich finde die neue Brücke fantastisch. Ich hätte geglaubt, also, dass sie so fantastisch nicht werden würde. Aber sie ist eine gute Einrichtung, insbesondere auch für mich als Herdecker. Ich habe jetzt die Möglichkeit, zwei Routen des Ruhrtal-Radweges zu nutzen. Und finde das fantastisch, dass jetzt auch der Kaisberg, die Kläranlage Werdringen an den Ruhrtal-Radweg angeschlossen wird. Ich finde das endlich eine tolle Idee. Von Hagen aus, wir sind Hagener, kommen wir gerne über den Tücken-Vorhalle hier über die Brücke. Was mir jetzt noch intensiver gefallen würde, wäre, wenn wir jetzt an der Volme noch lang gehen könnten. Dann haben wir eine Abkürzung. Vielen Dank an alle beteiligten Firmen, allen Helfern und allen Ideengebern. Wir freuen uns auf die neue Brücke.